Und damit willkommen zu Let's Play Super Mario World. Tja, wie kommt es denn jetzt bitte dazu? Sonst habe ich doch immer irgendwie nur so ein Spiel, sag ich mal, endlos Let's Play bisher so. Minecraft, Aladdins, ne? Tja, ich muss einfach sagen, die älteren Zuschauer werden sich vielleicht noch dran erinnern. Warte mal, wie lange ist das jetzt her? Heute ist Donnerstag. Ja, 5 Jahre. Damals habe ich tatsächlich noch alles mögliche Let's Played. Neben Minecraft auch noch andere Spiele, wer hätte das gedacht, ne? Tja, die Videos gibt es heute nicht mehr auf meinem Kanal. Einfach, weil ich da erstens mal klinge wie ein 13-jähriger Idiot. Auch wenn ich 14 war. Und zweitens, weil naja, sie natürlich grottenschlecht waren. Auch das. Und weil ich sie in meiner Dummheit alle gelöscht habe, anstatt sie auf privat zu stellen. Ja, ne, toll. Aber jedenfalls dachte ich mir, ich will das einfach irgendwie wieder machen. Ich will nicht immer nur so dieses ein einziges Spiel spielen und so. Und ich habe mir vorgenommen, irgendwann mal wieder Super Mario World zu spielen. Wann habe ich mir das vorgenommen? Ich glaube im Oktober letzten Jahres. Gute Sache, ne? Ja, ich war schon immer richtig schnell mit meinen Sachen hier. Jedenfalls habe ich Super Mario World schon mal gespielt. Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, damals in der 4. Klasse habe ich damals Pokémon Diamant bekommen. Das war, glaube ich, 2008. Und ich weiß, dass es davor war. Das heißt, es ist ungefähr 9 bis 10 Jahre her, dass ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Über das erste Level hinaus. Ja, man könnte also schon von einem Blind Let's Play reden, weil ich eigentlich keine Ahnung mehr habe, um was es geht. Vor allem Geisterhäuser und Ausgänge finde ich nur so klar. Junge, frag mich was Leichteres. Vielleicht gibt es irgendwelche Erinnerungsfetzen, die zwischendurch mal wieder auftauchen. Aber jetzt fürs Erste starten wir mal rein. Und spielen natürlich auf Spanisch, denn ich bin amigo, weißt du, Spanisch. Nein. Dafür reichen meine Spanisch-Schulkenntnisse. Würden vielleicht wahrscheinlich sogar noch ausreichen, weil so viel Text, wie ihr seht, unglaublich. Tja, willkommen im Dinosaurierland. Prinzessin Toadstool wird vermisst. Damals hatte Peach noch einen Nachnamen, wer hätte das gedacht. Das bedeutet, dass der böse Bowser wieder einmal sein Unwesen treibt. Ja, wir haben ja auch schon in der Vorspannung gesehen, die Story ist natürlich packend und ergreifend, wie immer, da kann kein Heavy Rain mithalten. Wahnsinn einfach nur. Aber gut, so kennt man das von den Spielen hier. Und ganz ehrlich, sie brauchen auch nicht mehr Story. Einfach irgendeinen kurzen Hintergrund hinklatschen, warum er jetzt schon wieder über sämtliche durch die Gegend hüpft hier, ne? Gut. Aber ist ja okay. Ne, wir gehen mal hier rein. Ich gebe es ja was Spannendes. Und sehen, hier ist absolut nichts. Außer ein Vögelchen und Äpfel. Cool. So, den muss ich auf jeden Fall erst noch an die Steuerung gewöhnen. Das weiß ich auch, weil die ist leicht schwammig. So, hallo, ich bin leider nicht zu Hause. Ich muss meine Freunde retten, die Bowser sich geschnappt hat. Yoshi. Kein Herz. Ich bin enttäuscht. Gut, ab ins erste Level. Ganz ehrlich hier. Was machen wir, was trödeln wir rum? Es gibt Prinzessinnen zu retten. So, ich finde meine Tasten nicht. Sehr gut. Wow. Okay, wie gesagt, die ist... Hallo? Reagieren Sie mal bitte hier. Gut. Das war eine Yoshi-Münze, davon gibt es in jedem Level 5. Und die versuchen wir natürlich, um alle zu finden. Ne? Was? Du kommst nochmal? Betrug. Du bist eben schon durchs Bild geflogen. Statt hier. So. Und das sind Dinosaurier. Wir sind schließlich in Dinosaurierland. Logisch. Allerdings auf Yoshi's Island im Moment. Das ist Welt 1. Und ich bin echt, ihr seht schon, super gut. Aber ich hoffe, ich finde da schon noch rein. Und manchmal reagieren die Tasten auch gar nicht mehr. Das ist gut. Hoffen wir mal, dass das nicht zu häufig passiert. Ansonsten muss ich ja was dann ändern. Drücke den A-Knopf, um zu springen. Nee, sag bloß. Oder die R-Taste zum Drehsprung. Nach verzehrten Spitz kannst du so Blöcke zerbrechen und auf Gegner hüpfen, die vorher unberührbar waren. Sehr cool. Ja, der Drehsprung. Kennt man ja. Auch vielleicht aus neueren Spielen. Und damit kann man hier noch Blöcke kaputt machen. Geht später nicht mehr. Tja. So ist das. Und dieses Spiel hat sowieso extrem viel erneuert, auch wenn ich hier die GBA-Version spiele, das Original ist ja für ein SNES. Aber das hier ist leichter, deswegen dachte ich, nehme das. Ja. Tipp für Touristen. Hallo, ich bin doch kein Tourist. Kannst ein zusätzliches Item in der Box. Ach ja, komm, das wissen wir doch alle hier. Das wurde damals erfunden, das Item-Inventar, soweit ich weiß. Ich glaube, in Super Mario Bros. 3 gab es das nur auf dem Weltenbildschirm und hier gibt es das erste Mal dann auch in den Level. Oha, jo. Voll geil, Alter. Genauso wie es auch... Das hier, neu ist, glaube ich, der Mittelpunkt. Ich bin mir ziemlich sicher, also wie gesagt, nicht alles für bare Münzen nehmen, was ich hier erzähle, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das neu war. Mache ich hier. Oh. Erstmal Dinosaurier killen. Das macht Spaß. Da ist noch einer. Komm her.
Und jetzt haben wir schon 4 Münzen. Gut, wenn sie es im ersten Level nicht unbedingt hart versteckt sind, ist logisch irgendwo, ne? Aber wir versuchen trotzdem so gut wie möglich alle zu finden. Noch ein Tipp für Touristen. Drücke den B-Knopf, um einen Panzer aufzuheben und lass den B-Knopf los, um ihn zu werfen. Mensch du, die erzählen mir ja ganz was Neues hier. Drücke das Steuerkreuz dabei nach oben, wirfst ihn hoch. Ich hab gar kein Steuerkreuz hier, was mache ich jetzt? Na egal, geht auch so. Ah! Oschi hier. Lucky. Gut, friss das. Perfekt. So, was haben wir hier? Eine Feuerblume, sehr cool. In der SNES-Version, die ich ja nicht spiele, wäre es übrigens so, wenn ich jetzt mich treffen lassen würde, dann würde ich nicht nur meine Feuerblume verlieren, sondern wieder klein werden. Und das ist nicht so cool. Hier ist es so, hier werde ich dann einfach wieder zum normalen Super Mario. So, fliegende Feuerblumen, auch cool. Und du bist ein echter Gangster hier. Oh, jetzt habe ich ihn nicht mal richtig gekillt. Egal. Das war das erste Level, natürlich nur leicht. Und man sieht schon, ich stelle mich an wie ein Idiot. Das könnte lustig werden, weil das ja auch nicht gerade ein leichtes Spiel ist, sag ich mal, ne? So, und jetzt mache ich mir hier Licht an, denn es ist langsam dunkel und ich erkenne meine Tasten nicht mehr. Sehr gut, ne? Ja. Perfekt. Aber den gelben Schalterpalast. So, was gibt's hier zu tun? Ich glaube einfach nur Geld sammeln, oder? Okay, drücken wir und drücken sollst du ihn. Oh ja. Alter, das sind viel Masche. Viel Asche. Jetzt wollte ich Moneten oder Asche sagen und habe ich einfach mal Masche gesagt. Jo, alles klar. Gut, haben wir einfach ordentlich Geld. Alter, wir haben schon 5 One-Ups. Nee, schlecht, das spür echt. Na gut, wir müssen uns auch einen ordentlichen Vorrat ansammeln. So, von den Schalterpalisten gibt es 4. Und einen hätten wir hiermit schon. Damit verwandeln sich alle diese Blöcke. Wie heißt das? Umrundet, genau. Die verwandeln sich dann in Feste. Sehr cool. Noch ein bisschen Geldbeutel schütteln. Und dann geht's weiter. Fortsetzen. Ja, speichern und weiter, ne? Und ab geht's. Hinunter. In Level 2. Namen haben die Level nicht wirklich, einfach nur Yoshis Insel 2. Alles mögliche hier, so. Gut, und das ist wahrscheinlich als... Okay, ich bin cool. Eines der bekanntesten Level überhaupt, glaube ich. Also zumindest in Speedruns oder irgendwelchen TAS-Zeugs, ne? Tool Assistant Speedruns, so heißen die. Da gibt's die immer wieder mal. Und da ist Yoshi! Hurra, ich bin gerettet! Vielen Dank, ich heiße Yoshi. Bowser hat mich in dieses Ei gesperrt, als ich meine Freunde retten wollte. Mann, wo ist Fabi, wenn man ihn mehr braucht? Ich brauche ihn als Synchronsprecher. Das wär's noch. Ach Mann, ich hätte ihn für diese erste Folge arrangieren müssen, aber wie gesagt, wenn ich ihm gesagt hätte, hey, ich will was drehen, dann wäre er wahrscheinlich morgen um 12 oder so angekommen. Er hat gesagt, jo, bin da. Ja, Yoshi kann die Standardsachen, obwohl eigentlich kann er nur essen, sonst nichts. Er kann nicht mal seinen Flatterflug, der kam auch erst später, in Yoshi's Island, logischerweise irgendwo. Allerdings hat er verschiedene Fähigkeiten, wenn er Panzer auf ist. Wenn grünen Panzer ist es nichts Besonderes, er isst ihn und spuckt ihn aus. Ja, langweilig. Allerdings ist es bei roten Panzern so, wenn wir mal einen finden, demnächst vielleicht. Komm her. Und tot. Vielleicht finden wir ja nochmal einen irgendwann. Da kommen dann auf jeden Fall was anderes raus. Noch ein Tipp für Touristen. Dieses sogenannte Mitteltor markiert die Mitte dieser Welt. Dieser Welt gleich? Oh ja, okay, alles klar. Zerbrich die Stange, um von dort wieder anzufangen, wenn du vor dem Ziel ausscheidest. Er hat ausscheiden gesagt. Okay, Spaß. Jetzt habe ich so einen dummen Humor haben, ne? Okay, da geht's nicht rein. Sehr cool. Muss aber alles checken, man weiß ja nie. Noch ein One-Up. Ansonsten hätten wir dann nochmal einen Yoshi bekommen. Aber wir haben ja schon einen, also von daher brauchen wir keinen. Oha. So, Klettersäulen können wir nicht hoch mit Yoshi. Er ist zu blöd. Okay. Kann man nicht klettern? Springen? Man kann nicht springen beim... Ach doch, okay. Weil ich die Maustaste weiter nach oben gehalten habe. Hier die Steuerkreuztaste. Tja, passiert. So, was passiert, wenn ich mir diese Äpfel esse? Weil ich habe jetzt schon echt viele davon gegessen. Und irgendwie passiert da nichts. Oh, noch eine. Ich habe schon alle 5 Münzen. Dann ist das Level wahrscheinlich gleich vorbei, oder? Ah, guck mal hier. Oh, ein Power-Up kommt raus. Sehr cool. Geht's hier rein? Ja, sehr schön. Okay, was machen wir jetzt? Was sollen wir hier machen? Okay, wahrscheinlich muss ich die Dinger treffen, ne? Okay. Oh, das wollte ich nicht mal. Okay, One-Up. Noch eine Münze. Nein, was? Löst er sich einfach auf, der Arsch. So, wie treffe ich das Ding da oben, bitte?
Oh, ich hab sogar getroffen. Oho. Okay, nichts weiter. Einfach nur das? Einfach nur ein One-Up? Das glaube ich nicht. Yeah. Oh, nee, da ist eine Decke. Okay, es war wirklich nur ein One-Up. Na dann, gehen wir mal wieder raus hier. Und eine silberne Röhre. Schick. Okay, wir haben irgendwie nichts verpasst. Was auch schon großartig. Aha. Was haben wir denn hier? Komm. Ein Irrer. Komm her. Irrer hier. Sollte eben nicht übertreiben mit dem Sport. Und rein ins Ziel. Ich habe keine Ahnung, was wir für eine Punktzahl erreicht haben. Mal gucken. Bin auf jeden Fall ziemlich weit oben reingesprungen. Obwohl, ich glaube, ich habe es gar nicht getroffen. Ich habe 0 Punkte bekommen, ne? Ja, yeah, ich bin noch ein Held hier. So, ein Level könnten wir noch schaffen, oder? Ja, oder? Ja. Doch, doch. Oh. Das erkennt man schon in der Musik- und Athletik-Level. Die sind immer fies. Die großen Münzen sind Drachenmünzen. Ich nenne sie Yoshi-Münzen trotzdem. Wenn du 5 davon in deiner Welt findest, erhältst du ein extra Leben. Okay, also immer 5, habe ich ja gesagt. Okay, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir schon den gelben Schalterballast haben, denn sonst wäre hier Luft. Und dann würden wir sterben, wenn wir da reinfallen. Nicht gut. Aber so ist alles in Ordnung. Oh, schicke Plattform. Aber ich gehe lieber runter. Immer nur Pilze, keine Ersatzfeuerblume mal hier. Okay, hier stehen wir zu Nummer 1. Hätten wir. Noch irgendwas hier? Nö. Ich lasse mich immer gerne einmal drum rum. Oh, guck mal hier. Wo haben wir einen roten Koopa? Wusch. So geht das. Ordentlich Feuer machen unterm Hintern. So, du kommst auch noch rein. Mal gucken. Finden wir einen Nutzen für dich. Lass mich mal runterfahren. Aber nö, da ist nichts. Tschüss. Ja, bisschen Geld abstauben. Wir schließen schon 15 One-Ups, weil wir so viel Kohle sammeln hier. Oh. Da habe ich aber nicht viel Schwung. Ne, da unten war was. Da ist eine Röhre. Hup. Okay, ich dachte schon gerade, da geht es nicht rein. What? Was ist die überhaupt da? Okay, okay. Und es ist für eine Yoshi-Münze. Sehr cool. Aber auch hier die zweite schon. Wunderbar. Unser Sucherglück ist eben groß. Und das ist schon die dritte, ja Mensch. Die war aber echt geschenkt. Spring auf einen Gegner und halte den A-Knopf gedrückt, um höher zu springen. Drückst du beim Sprung im flachen Wasser das Steuerkreuz nach oben, springst du auch dort hoch. Okay. Ist hier irgendwas oder einfach nur... Oh ja, Geld. Geld. So, na endlich. Ich habe schon so lange gebettelt, jetzt dachten sie, ich komm. Reicht. Geben wir dem auch mal was. Der verliert eh gleich wieder. Geld. Aber mehr auch nicht. Hui, die gehen hoch. Oh, nee, doch nicht. Die... Alter Schwede, du. Vielleicht sollte ich mal einfach warten, bis sie sich von alleine breit machen. Ey, Yoshi, hat er jetzt etwa runtergeschluckt? Was ist ein Assi? So, was hier? Nix. Okay, einfach nur Stütze, falls man mal runterfällt. Und warum ist da jetzt ein Koopa? Warum fliegt der da rum? Einfach so? Okay. Und das ist, glaube ich, so ein Block, wenn man genügend Münzen im Level gesammelt hat, dann kriegt man da ein One-Up. Ansonsten nicht. Ich glaube es nur, ich weiß es gerade nicht direkt. Ui, Zeit geht mir aus. Was? Aber egal, wir sind ja da. Wunderbar. Das ist ja hier Zeitdruck. Schulden das. Schulden das. Schande. Oh, als nächstes kommt unter Wasser. Ja, Halleluja. Kann ich eigentlich hier speichern? Sieht gut aus. Dann war es das von diesem ersten Part Super Mario World. Und ich werde weitermachen. Ich werde nicht aufgeben. Bis zum nächsten Part, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ciao.